1993, den Treté von Maastricht tritt in Kraft. Lützeburg hält vierläufig ein letzte Keier um Eurovision Song Contest teil. Und den 23. April gibt Info-Handicap gegründet. Was sich an den letzten 25 Jahren bei Info-Handicap so aufgespielt hat, das gehen wir gleich gewohnt. Jahre Info-Handicap, das sind 25 Jahre Schaffen am Interesse von der Menschen mit Behinderung. An diesen 25 Jahren hat sich viel gedient. Heute steht der Bericht von Info-Handicap an den Mombas-Organisationen am Kontext von der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Wer für 25 Jahre den Fokus mehr etwas für Menschen mit Behinderung zu machen, so ist es heute ganz klar, dass der Bericht von den Menschen mit Behinderung mit definiert, mit diskutiert und umgesetzt wird. Rechte um ein paar Bayer stehen haben, und an der Realität auch davon ein Nutzen haben, das sind zwei Sachen. Und das mischt die Herausforderung von Info-Handicap als in den Mombas-Organisationen haut aus. Dafür sind wir gefordert, für das Rechte anzutreten, sie mehr bekannt zu machen, an denen eine Stimme zu geben, denen ihre Rechte nicht beurteilt gehen. Ja, der Bericht von Info-Handicap hat sich gewandelt im Laufe von den letzten 25 Jahren und zusammen mit unseren Mombas-Organisationen, mit den Menschen mit Behinderung, sind wir bereit, für weiter für das Recht anzutreten. 1985, am Kader von einem europäischen Programm, hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, den als Auftrag hat, eine Broschüre herauszugehen, wo alle Services sollte repertoriert gehen, die zu Lützburg eine soziale Hilfestellung bieten. Am Laufe von 1988 wurde dann noch den nächsten Resolux, Réseau Social Luxembourg, editiert. Das Repertoire soll just basic Infos geben, die jede Person auf der Sicht noch hilft, soll die erste Orientation und Kontaktaufnahme ermöglichen. Am Ende des Projekts soll diese Initiative weitergeführt gehen. Dafür haben auf benevoler Basis die pure sozioedukativ professionelle Restaurantarbeitsgruppe noch gesucht. Das Donner sollten aber zu diesem Zweck à jour gehalten gehen, aber mit der Zeit auch auf informatische Supporten wie Databank und Internet angeboten gehen. Für das zu erreichen, werden Info-Handicap den idealen Partner, an den sich auch bereit erklärt hat, sich dieser Tasche umzuhüllen. Anneloo 2018 für ihre 25. Anniversär und den 30. von Resolux, die 12. Edition publiziert wird. 2003 war ja das internationale Jahr von Leuten mit Behinderung. An diesem Jahr sind natürlich ganz viele Aktivitäten, die stattfinden, am Kader von der Sensibilisierung und Aufklärung. Ob Sache von den Leuten mit Behinderung. Und die Idee war dann, für aber mal etwas mehr Originelles zu machen. Und dadurch ist dann die Idee vom Rollitour dann eben geboren. Die Rollitour war die Idee, für zu suchen, während 5 Tage durch das Land zu spazieren, sozusagen zu wandern. Und da aber wirklich an dem ein Maximum an Aufmerksamkeit kriegen. Denn die Sache war dann ein neues Fort von einer Gemenge aus Fort. Dann 20 Kilometer zu wandern über den Tag und dann eben oben an einer anderen Gemeinde umzukommen. Das Ganze war dann aber auch so organisiert, dass wir natürlich nicht nur auf Velospisten oder Wanderwege gegangen sind, wo wir nicht gesiegt wären, aber wirklich durch Dörfer auf den Hauptstraßen, so dass das wirklich ein bisschen ausgesehen hat, ja, wie ein Tour de France eigentlich. Ja. Das heißt, wir hatten dort Polizeieskorten, wir hatten Fotografen dabei, die das ganz dokumentiert haben, teilweise dann Presse, die auch dabei gestoßen ist. Und dann natürlich der ganze Konvoi der Ravitaillement, der dabei war. Das heißt, das waren dann Firmen, die da waren, für zu garantieren, dass falls ein Rollstuhl an Pannen fallen, den auf der Platz geht, gefleckt gehen, was dann auch öfter Fall war, dass ich dann mit am Dorf, mit auf der Straße, Beben oder Pneu müsste gewechselt gehen, oder Batterien, die ausgefallen sind, die dann müsste gewechselt gehen. Also dass ich mir schon Aufmerksamkeit dann an dem Moment kriegt. Wir befinden uns heute zu mir auf der Gare und ich erinnere mich, dass ein Nuncher Gare eben heute zu mir ein Pilotprojekt sollte sein für das ganze Land, wo dann eben auch der Conseil National von Info-Handicap
Proposen herangereicht hat, die aber refusiert gaufen, für eben gar mehr behinderte Gras zu machen. Du kommst bei der Aufweihung von der Gar zu einem Protest, einer Demonstration. Was könnt ihr uns dazu erzählen? Ja, wir hatten damals mehr Proposen gemacht, für die Gar mehr accessibel zu machen. Ein Teil von der Accessibilität sind die Linkidanten. Wir Leute hatten sie nicht viel gesehen für die andere Seite vom Kei, einen Access zu machen für einen Rollstuhl. Dann hast du bei der mehrwollten Protestaktion an, du kommst in den Lebenszufall und war am Zug von der anderen Seite, dass du eine behinderte Person am Rollstuhl stehen geblieben und sind führende laufende Kamera sehr wohl probiert, die Person da vom Kehl raufzukriegen. Führende laufende Kamera, vier Minister, die dabei waren, war die offizielle Ouverture. Das ist das schon schiefgegangen. Und sie haben nicht gesehen, dass hier Mesuren, die sie geholt haben für die Accessibilität, nicht gegriffen wurden. Sie müssen den Zug rangieren lassen, für dass die Person kommt auf diesem Kehl rausklammern. Also das war wirklich, wie die eben so schön, spielt schön daneben gegangen. Und der Minister Greten, das war das damals, die war gut nicht amüsiert darüber. Und ich meine, sie viel Zigarre verdient gehen. Aber seitdem hat sie sehr wohl gelehrt, so viel gelehrt, so gut gelehrt. Klingt sind eine Standardmesure gehen. Sie haben heute den Lift dabei gesagt. Der sieht der Lift, der geht rauf und dann eine Feier und du gehst den Lift dann rauf. Sehr wohl als nach dem Lehrprozess dabei. Sie merken das. Während 10 Jahren hat InfoHandicap den Konkurs ein Gemeng für Jiderin organisiert, aber dem Konkurs hat Stadt Lützburg zweimal gewonnen. Aus welchen Gründen meint ihr? Also die Gründe, das muss eine Jury von denen, die decidiert haben, für einen Gemengepreis zu gehen. Aber ich fühle mich froh, wie ich 2005 Chef gesehen habe in der Stadt Lützburg, wo ich den ersten Chef, den ich auch im Sozialfragen gekommen habe, und auch um die Integration und empfange, auch eine Kommission gegründet hat für besonders spezifisch an den Service, den wir vorher noch nicht hatten, bei Madeleine Kaiser, für besonders spezifisch. Wir haben da wirklich ganz viele Akzente gelöst, ob das, was in Haut für normal empfand vor 2005, das ist kein 20 Jahre hier, das sind 10, 14 Jahre hier, dass die Accessibilität, die Information, die Sensibilisation, ganz oft von Assoziationen gemacht, also wenig von den Autorität Publiken. Dafür sind wir froh, dass wir das Demos gemacht haben. Und ich meine, dass so die verschiedenen Projekte mitgesprochen haben, dass wir zu Lützburg die Unerkennung gekriegt haben. Und auch, ich bin froh, auf europäischem Niveau sind wir regelmäßig auch gefreut, für bei Konkurren mitzumachen, über die Initiativen, die wir gemacht haben. Und ich bin auch ganz froh, weil es nicht mehr in der Gemeinde ist. Ich habe aber gemerkt, dass einfach nach den Aktivitäten, die wir Demos lanciert haben, noch immer bestehen. Ob das den Tag vor, ob das Plästerum, ob das den Dialog, also die Tiersen am Deichstern, oder alles, was eben organisiert wird, sind ganz froh darüber, dass das weiter lebt. Okay, vielmals merci. Mal ganz gerne geschieht. Herr Schinschen, 2015 kriegt Gemeinde Jung Lünster als erste Gemeinde den Fandel für die Gemeinde und Stadt für die Verein überrascht. Dann hängt doch Herr Hannadeus, was kann das dazu erzählen und wie weit das Infohandicap da am Spiel gewesen? 2004 hat eine Handvoll Leute sich zusammengetan, für die Problematik Accessibilität entgegenzuwirken. Die Leute haben Partner gesicht, das geguckt haben, wie nicht überhaupt auf dem Gebiet können eine Hand mal packen. Dort den Handicap beginnen, die auch den Kontakt herstellen. Und so ist dann auch der Kontakt mit Design for All Foundation zustande gekommen, wo Info Handicap doch ein Handmann durchgepackt wird, für auf den Weg zu gehen. Das ist die Gemeinde, sie stand eben verpflichtet, 10% von ihrem Invest am Budget, sie hat am Ordinär wie am Extraordinär zu holen, für die Gebäude mehr accessibel zu machen. Aber nicht nur die Gebäude, sondern auch Familien, die Leute mit einer Behinderung, aber auch viele Leute, die im Moment an dem Projekt mit rankommen. Das ist die Gebäude und auch die Infrastruktur sind auch accessibel gemacht. Wo die Gemeinde dann noch froh ist, als ich Gemeinde als Lützburg dann den Design for All Handel im Moment gekriegt zu holen.
Wir befinden uns heute für das Lützburg City Museum, wo gerade eine Formation von Info-Handicap stattfindet. Und da gehen wir mal anschließen. In der Formation, wo die Leute einladen, kriege ich immens viel vorgestellt, zum Beispiel, wie ich eins gehe am Leben oder wie ich verschiedene Sachen mache und auch, was sie könnte besser machen. Mit meinen anderen Kollegen-Formateuren lehren sie am Anfang den Umgang mit den Leuten mit verschiedenen spezifischen Bedürfnissen. Sie kriegen einen Ablenk an ihr Leben und sie kriegen auch immer da, verstehst du mich. Herr Breuer, könnt ihr uns kurz erklären, was mit dem Label Eure Welcome auf sich wird? Ja, den Eure Welcomes Label, das ist ein Label, den ist entstanden aus einem Projekt europäen, wo verschiedene Regionen sich zusammengetan haben, für gerade die Sitten zu identifizieren, die am Tourismusbereich accessibel sind für Leute mit einer Behinderung. Wir haben in Lützburg schon 140, die das Label gekriegt haben. Wir gehen seit 2007 auf Platz gucken. Und 2010 aus dem Ministerium der Ökonomie, den das Label hier auch überreicht. Da gibt es dann noch eine flotte Internetseite, eurewelcome.lu, wo ihr dann die Sache kann nur gucken. Madame Kaiser, Sie sind hier als Vertreterin von der Stadt Lützburg für den Service Integration an spezifische Bedürfnisse. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wo ihr den Namen kennt? Also spezifische Bedürfnisse haben wir dafür gewählt, für nicht auf den Handicap, ob das, was Leute nicht können, den Schwerpunkt zu legen, sondern wirklich auf Bedürfnisse, die jeder für ihn kann. Und im Sinne vom Design for All, behindert, nicht behindert, Senioren, Jungkleid und so weiter. Info-Handicap, wie gesagt, zusammenarbeitet mit denen aus? Gut, also wir sind der Info-Handicap als ja mehr den nationalen Partner, wir sind Stadt Lützburg. Wir arbeiten an allen Dossiers an sich zusammen. Unter anderem, was das ganz wichtig ist, ein Euro-Welcome-Label, wo wir daran arbeiten, zusammen. Wichtig ist an allen Bereichen wirklich die Partizipation von den Betroffenen. Dafür haben wir auch ein Komitee Partizipativ, den wir ins Leben gerufen haben, wo Info-Handicap Gott sei Dank auch als Partner mit dabei ist. Zusammen sind wir stark. Es besteht eine Jahre lang an einer Zusammenarbeit zwischen dem Info-Handicap und der ADAPT. Nicht nur, weil wir zum Teil vom selben Ministerium aufhängen, sondern weil als Missionen an der Inklusion und auch am Design for All komplementär zu nehmen sind. Für es einfach zu machen, Info-Handicap gibt Informationen und der ADAPT muss ein technischer Kurs sein. Der ADAPT ist das nationale Kompetenzzentrum für Accessibilität. Als gutes Beispiel für eine Zusammenarbeit kann ich den Arbeitsgruppe MEGA nennen. MEGA steht für multidisziplinären Expertengruppe für die Accessibilität. Er besteht aus Vertretern von 14 Assoziationen und deckt alle Defizienzen auf. Diese Gruppe trifft sich, für neue Typen von Aménagementen zu beschwätzen, wie das zum Beispiel 2010 der Fall war, wie die Norm von den Leitlinien angefordert worden ist. Die Gruppe testet die neu angesetzten Normen am öffentlichen Gebäude oder am Transport, wie zum Beispiel beim Tram. Das ist ermöglicht der Gruppe, viel mit politischen oder technischen Decideuren zu diskutieren, so Probleme aufmerksam zu machen und eine Lösung zu sichern. All Jahr partizipiert Info-Handicap in der Europäischen Mobilitätswoche. 2003 war eine spezielle Mobilitätswoche auf dem Thema der behinderten Menschen. Zentrum dieser Datum sind die behinderten Leute die grossen Vergisser dieser Kampagne. Viele Sachen gibt es für die Velo gemacht.
Wir machen alle Jahr eine Sensibilisierungskampagne vom 14. bis den 22. September und organisieren verschiedene Evenemente mit der CFL, der Stadt Lützburg, der Verkehrsverbund, Luxerport und mit unseren Membernassoziationen, wie zum Beispiel Informationsstände, Projektionen von Filmen, Verlesung von Texten und so weiter. Seit ein paar Jahren wird der Begriff Integration immer mehr systematisch durch Inklusion ersetzt, weil es sich eben herausgestellt hat, dass die Partizipation von Leuten mit Behinderungen nicht allein mit Accessibilitätsnormen oder mit Mussen garantiert werden, die auch noch ganztags minimalistisch sind. Dienstleistungen, Service, Produkte müssen auch sich durch eine gute Information und Kommunikation auszeichnen. Hilfestellung wird gebraucht, Mobilität ist wichtig. Alles Sachen, die nur nicht allein mit Accessibilitätsnormen können garantiert gehen. Aus dem Grund hat sich bei InfoHandicap der Begriff Design for All immer mehr etabliert, anstatt nicht mehr von Accessibilität zu schwätzen. Wird aber auch dadurch entstanden, dass das InfoHandicap im europäischen Plan ziemlich gut vernetzt ist. Du hast den Design for All, aber ein Prozess, ein Konzept, wird nicht unbedingt durch feste Regeln gebunden ist, wird nicht unbedingt ganz einfach möchte, für die Leute draußen, für sie zu verstehen. Und du hast ihn für Handicap nach einer großen Informations- und Abklärung selbst zu machen. Wie das aber 2013 den Design for All an der Regierungserklärung drastung, wird dann immer mehr populär und das ist etwas, worüber ihn für Handicap ganz sicher hilfreich kann sein. Den EDF als eine unabhängige Organisation, die für über 20 Jahre gegründet wurde, mit dem Ziel, dass Decisionen auf EU-Niveau mit und für Leute mit einer Behinderung geholt werden. Er regruppiert über 100 Organisationen, die sich direkt oder indirekt für Leute mit einer Behinderung ersetzen. Er vertritt die Interesse von über 80 Millionen Leuten mit einer Behinderung in ganz Europa und auch darüber heraus. Den EDF bringt behinderten Organisationen zusammen, für gemeinsam über Solutionen nachzudenken und mit enger Stimme an Europa zu schwätzen. Er setzt sich dafür an, dass die UN-Behindertenrechtskonvention richtig umgesetzt wird. Dem EDF sei Slogan aus: Nicht über Eis, ohne Eis. Wir unterstützen regelmäßige Initiativen für die Politiker auf nationalem und europäischem Niveau für die Thematik vom Handicap zu sensibilisieren. So haben wir zum Beispiel auf Wichtigkeit vom neuen Europäischen Accessibilitätsakt oder auf Problematik von Flüchtlingen mit einem Handicap hingewiesen. S'engager auprès d'un fonds handicap est apparu comme une évidence, aussi bien pour Doclar Holding que pour moi. Le formidable travail fait par l'association permet vraiment l'intégration et la compréhension de tous les problèmes des personnes en situation de handicap, et ce, depuis le plus jeune âge. Et enfin, les belles initiatives lancées par toute l'équipe permettent vraiment l'inclusion de tous. Die UN-Behindertenrechtskonvention hat am Anfang als Ziel, das wir alle als Ziel haben, nämlich dass jeder kann leben, wie er will, und die Inklusion und die Gesellschaft von jeder Rängen. Im Familienministerium hat die letzten Jahre ganz konkret gemacht, mit ganz großen Gesetzen, wie dem Assistent an l'Inklusion dans l'Emploi, den hilft, dass die Leute besser auf den Arbeitsmarkt kommen, dadurch, dass auch der Patron, respektive der Arbeitskollege, noch informieren, wer ob sie durchkommt, wenn eine behinderte Person an den Betrieb kommt. Dann haben wir das Gesetz von der Accessibilität. Wir hätten gerne, dass alles accessibel ist, sowohl draußen am lieu public, wie auch Bannen, alles da, wo das Publikum hinkommt, ob das Geschäfte, Restaurants, Doktorspraxis sind oder aber auch Residenzen. In Zukunft sollen da auch die gemeinsamen Räume an einer Residenz sollen auch accessibel für jeden sein. An Accessibilität, das ist ja nicht nur die physische Accessibilität, sondern alle Accessibilität. Das ist auch Accessibilität zur Information zum Beispiel. Aber wenn Stoffen ausschwätzen, da bin ich ganz, ganz besonders froh, dass ein großes Herzensprojekt gestimmt ist, nämlich die von der Unerkennung von der Gebärde. Spruch, wo die Leute wirklich Aktien haben zu Studien, aber auch zur Information. Das ist ein vollwertiger Spruch und dafür sind wir froh, dass wir die deutsche Gebärdensprache konnten anerkennen. InfoHandicap ist ein ganz, ganz wichtiger Partner, weil es nicht nur die Leute draußen, die am Anfang nicht mit Behinderung bis zu denen hatten, informieren über den Handicap, über die Behinderung, aber auch die Behinderten selber hier rechtliche Pflichten erklären und die auch begleiten. Und dafür ist InfoHandicap für das Familienministerium ein ganz wichtiger Partner. Arbeit und Beschäftigung von Leuten mit einer Behinderung
haben in den letzten Jahren für die Arbeit vom Service d'Information Juridique immer mehr eine große Bedeutung gekriegt. Dafür haben wir 2016 das Projekt Mode d'Emploi gemacht, im Kader vom Internationalen Tag von der Leute mit einer Behinderung. Da hatten wir eine ganz flotte und konstruktive Zusammenarbeit mit Partnern wie unseren Member-Assoziationen, dem Arbeitsminister, den Gewerkschaften OGBL und LCGB, dem INDR und IMS sowie Servicer, die sich für die Inklusion auf der Arbeit ersetzen. Wichtige Aktionen an dem Jahr waren eine ganz gut besichtigte Konferenz in Präsenz von der IF-Großherzoglicher Koppel und vier Ministerin, aber auch ein Workshop, den sich an die Leute des Personalbüros adressiert hat, in Präsenz von zwei ausländischen Experten. Wir haben aber darüber hinaus auch noch ein Internetsite gemäht, www.modemploi.lu, wo ein gutes Beispiel findet, was die berufliche Inklusion von Leuten mit einer Behinderung angeht. Und den ist auch über 2016 heraus ein gutes Moyen für Sensibilisierung in dem Bereich zu machen. Ich habe schon seit ungefähr 10 Jahren den Statut als Handicapé. An der ganzen Zeit sind wir auch in Kontakt mit dem Handicap, Info-Handicap Heiz Lützeburg. Und sie haben mich da ganz gut beraten. Es gab ja ganz viele Changements mit den Gesetzen. Sie sind auch ganz kompetent und immer up to date. Und ich habe nicht mehr eine gute Experience. Sie lauscht an dir nur, sie sind ganz kommunikativ und hilfende Führung. Dann habe ich schon den Mond gemäht, für den Reklassement intern können zu kriegen. Da haben sie mich auch begleitet und supportiert. Und das, wie gesagt, zu allem Moment, sie sind ganz kompetent, haben eine ganz gute Experience. Sie lauschen dann nur, sie helfen den Führung. Ich bin zusammen mit Eugenie Ensch, eine Mitarbeiterin vom Info-Handicap 1997. Eine Formation mitgemacht für Selbstbehauptungstrainerin für behinderte Frauen. Und wir haben auch darauf hin, heute in Lützeburg Kuren angeboten für Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen an dem Smart-Sujet Self-Esteem, Nesoen, aber auch Self-Defense, Karimo, zum Schluss von Alkur. Und 2003 haben wir ein Projekt Femme Handicap angeregt, zusammen mit drei Gemeinden aus dem Süden des Landes. Und dass das Sujet immer noch relativ unbekannt ist, weiß der Fakt, dass unser Projekt ausgezeichnet wurde als Beispiel für Good Practice, weil es das einzige Sujet war, den das Sujet Femme Handicap hat bei all den Projekten, die in Europa gelaufen sind. Zusammen für Inklusion ist ungefähr 3 Jahre gegründet von dem Info-Handicap. Wir waren damals immens froh darüber, weil wir nicht mehr so lange waren. Wir hatten einen Partner für auszutauschen. Wir konnten viel mehr Informationen. Info-Handicap hat uns auch oft Ältere geschickt, die Probleme hatten mit der Inklusion an der Schule oder an der Crèche. An den letzten Jahren haben wir ganz oft Konferenzen organisiert zusammen. Mit dem Familienminister, mit dem Bildungsminister, mit der Uni Lützeburg. Und da sind auch immer ganz viele Leute gekommen. Und das hat auch seine Früchte gedroht. Die Gruppe war immer flott. Von der Gruppe der Lunde. Wenn wir einmal gemerkt haben, von einem Kocki, das war super flott. Wir haben viele Brote gemerkt, viel zugetauft. Viel Arbeit gehabt, für alles wiederholen, alles aufbauen. Das war super für mich. Ich habe mitgemacht im Projekt Musik für All mit Info-Handicap ein Musikprojekt. Mitgemacht und da haben 5 andere Länder mit gedeelt. Ja, das ist Polen, Frankreich, Belgien, Rumänien und Lützeburg. Und zum Schluss konnte man auch so ein Konzert organisieren an der Rotonde mit verschiedenen Handicaps. Das ist Rollstuhlleute, Blindleute. Und zum Schluss konnte man so einen Preis, 2008 konnte man einen Preis vom französischen Präsidenten. Der Preis heißt
Rondin auf. Und da kann ich Merci sagen bei dem Info-Handicap. Ich bin 2003 von der Lux Expo als Exhibition Manager beauftragt, mich um den Salon Info-Handicap im Moment zu kümmern. Ich habe gesagt, vom Herrn Silvio Sagamola und seiner Equipe, um zu probieren, eine Novität voranzubringen. Die Novität war, dem ganzen neues Bild zu gehen, einen neuen Namen an eine Hemmschwelle zu überschreiten, die bis dato da war, dadurch, dass der Salon erstens nicht an derselben Halle wie an der Halle aufgehalten ging und ein bisschen exzentriert war. Und dann zusammen fertig sprach ich den Salon an, die Tür zu integrieren, und wir einen neuen Namen geben, den Salon des Solutions pour tous. Was man zu sprach, dass man den Tabu, die Hemmschwelle, überschritt tun. Das hat natürlich an zweiter Instanz auch mitgebracht, dass einmal verschiedene Aussteller interessiert waren, hier Produkten, hier spezifisch Produkten, die können Leuten mit einem Handicap helfen, mit auszustellen und an darunter Deal zu wollen. Aus dem ganzen Salon des Solutions pour tous, das ist ja nur ich da, so mal, als Aussage oder Infostand selber, also ein Fest gehen, ein Fest für Südforien. Am Dschungel von den Informationen hat er sich ganz sehr verloren. Info-Handicap ist wichtig, für die betroffenen Menschen zu helfen, die Informationen zu finden, die sie brauchen. Sie haben da Informationen über Gesetze und ihre Rechte, über finanzielle und andere Unterstützungen, Assoziationen usw. Und dafür stellen wir verschiedene Services zur Verfügung. Zehnmal am Jahr geben wir die Bilder heraus, alle verschicken wir den Newsflash an Abonnenten, ein Revue de Presse und Member-Assoziationen, und wir senden auch nationale Radiospotte für die ganze Bevölkerung. Auch publizieren wir mehr spezifisch thematische Broschüren wie der Guide Handicap an der Resolux, haben wir noch schon ein paar kleine Filme produziert wie den Go for Inclusion und Transport pour tous. Sämtliche Informationen sammeln und strukturieren wir auch auf unserer Internet- und Facebook-Seite sowie in unserem Online-Agenda der Kalender. Wichtig ist es dabei, dass die Informationen accessibel sind, das heißt, dass sie auch in einfacher Sprache zur Verfügung stehen und technisch accessibel operiert dürfen. Was könnt ihr uns über die Zukunftsperspektive von Info-Handicap erzählen? Ja, den Handicap gehört zum Leben des Menschen. Jeder wird an seinem Leben eine zeitlich begrenzte oder permanente Einschränkung erleben. Und das bedingt durch den hohen Alter. Dafür ist es doch wichtig, dass Info-Handicap als Informationszentrum die Aufgaben weiter verfolgt. Die Inklusion vom Handicap ist auf allen Ebenen aufgespielt, so gut an den Gesetzen wie an den Programmen, wie an der Politik. Da ist doch wichtig, dass Info-Handicap ein Partner bleibt, für die UN-Konvention umzusetzen. Mit der Hilfe von unseren Member-Assoziationen machen wir auch damit an dem Aktionsplan, dem neuen Aktionsplan von der Regierung, und passen auch da ob die Umsetzung an das Suivi. Ja, als Gesellschaft was halt da ist noch einmal nicht accessibel. Sie hat das an der Schule, sie hat das beim Transport, sie hat das auf der Arbeit oder einfach an der Cap von den Leuten. Das ist auch wichtig für Info-Handicap, für weiter sensibilisieren, Informationen anzubieten und auch die Kollaboration, die wir mit dem Wirtschaftsministerium haben, für den Label Euro Welcome zu verfolgen. Und im nächsten Jahr wird Digitalisation und die neuen Technologien eine wichtige Rolle spielen. Und auch da ist es für Info-Handicap wichtig, mit neuen Applikationen wichtige Informationen zu verbreiten. Durch Technologien Barrieren aufzuheben im Bereich von der Mobilität, von der Autonomie, von der Information oder von der Kommunikation. So wie die Zukunft geht ausgesehen, das ist ein Zitat, das ich auch immer gerne zurückwähle von Pascal Drucker, die sieht, der beste Weg für die Zukunft vorauszusehen, ist, um selber zu schaffen.